Ich war schon immer so ein kleiner Nerd, wenn es um Geschichte ging. Ich war diejenige, die meine Eltern gezwungen hat, auf Bogen zu fahren, sich irgendwie Museen anzugucken, Urlaube danach zu planen, wo man irgendwie eine Ausstellung gucken kann. Und die haben das auch mal mitgemacht. Der Job hier ist wie ein Sechs am Lotto. Eine Führungsposition in genau dem Feld, in dem ich arbeiten wollte. Wir haben vier verschiedene Standbeine im Haus. Wir haben das Veranstaltungsprogramm, wir haben eine Dauerausstellung, wir haben die Bildungsarbeit und wir haben die akademische Forschungsarbeit. Und wir sind ein kleines Team, das heißt, jeder macht im Grunde alles so ein bisschen. Ich mache sehr, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Ich stehe viel vor der Kamera und spreche, gebe Interviews, mache Pressekonferenzen. Ich setze die Forschungsschwerpunkte. Das heißt, ich koordiniere auch sehr viel. Wo gehen Fördergelder hin? Wer beschäftigt sich mit welchen Themenbereichen noch weiter? Welche Akzente werden auch in den Sonderausstellungen gesetzt? Versuche selber Forschung weiter zu betreiben und ich beeinflusse eben auch die Bildungsarbeit. Das heißt, den Jugendlichen klar machen, was hat das mit mir zu tun, was wir hier im Haus darstellen und dokumentieren. An der Uni habe ich gelernt, Vorträge zu halten, zu referieren und mir in kurzer Zeit komprimiert Wissen anzueignen. Und das ist etwas, was ich heute bei der Arbeit täglich brauche. Ich habe Geschichte und Jiddistik studiert und ich hatte erst gar nicht vorgehabt, mich hier zu bewerben, weil ich noch in der Promotion gesteckt habe. Habe mich dann aber trotzdem beworben, einfach auch um die Übung zu haben, wie das so ist, sich auf so eine große städtische Stelle zu bewerben. Und letztendlich habe ich sie dann bekommen. Wenn ich morgens aufwache, weiß ich, warum ich aufstehe und zur Arbeit gehe. Ich weiß, dass ich als Jugendliche immer da gesessen habe und die ältere Generation angeguckt habe und gesagt habe, was habt denn ihr getan, um zu verhindern, dass die Nazis an die Macht kamen. Und ich habe jetzt eine Position, ich habe die glückliche Situation, dass ich auf der Arbeit tagtäglich etwas machen kann, um eine Welt zu schaffen, in der ich leben möchte und in der ich finde, dass auch die nachfolgenden Generationen aufwachsen sollten.